Herr Tonisi, Sie hatten als Kind im Alter von 7 Jahren eine Nahtoderfahrung. Wie ist es dazu gekommen und was haben Sie damals erlebt? Ja, das ist richtig. Wir waren mit 7 Jahren, gingen wir nach Italien, Süditalien, wo meine Eltern kommen, in die Ferien. Und ich freute mich natürlich 5 Wochen lang keine Schule mehr. Und ja, dann haben wir die lange Reise hingetan in den Süden. Und 2 Tage später ging ich mit meiner Familie an den Strand. Ja, da war ich 7 Jahre alt. Ich konnte zwar schon schwimmen, da habe ich schon sehr, sehr früh gelernt. Ging dann ins Wasser irgendwann mal. Und ich bemerkte nur, dass ich war ja nicht tief im Wasser, sondern wirklich sehr in der Nähe vom Strand. Kam mit einem Fuß im Sandloch und kam nicht mehr raus. Da heißt, mein Kopf war unter Wasser. Und ich habe natürlich gewedelt, mit den Händen gewuchtelt, dass mir jemand etwas sieht. War aber dann nicht so. Ich weiß, dass ich dann eigentlich, wie es gestern passiert wäre, ich hatte langsam keine Kraft mehr. Ich hatte wirklich viel Wasser getrunken. Ich wurde immer schwächer und dann war ich eigentlich weg. Was ich dann erlebt habe, ist natürlich, dass ich plötzlich in einem Licht kam. Das war so ganz, ganz schönes, hell und warmes Licht. Ich fühlte mich eigentlich, ja, kann man sagen, mit 7 Jahren, und zwar wusste ich nicht, was das genau ist, aber es war sehr angenehm. Ich fühlte mich eigentlich sehr, sehr wohl. Und das für mich war das wie eine Ewigkeit, in diesem Licht zu sein, bis jemand da gewesen ist und mich abgeholt hat. Was ich lange vorher nicht gewusst habe, wer das war. Und ja, ich ging wirklich mit ihm ins Licht rein. Und wie viele Minuten kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich knapp 7 Minuten tot gewesen bin. Sie haben mich ja dann auch reanimiert. Aber was ich erlebt habe, ist etwas ganz, ganz Schönes und Besonderes. Dass ich ja mit einem ganz speziellen Mann ins Licht gegangen bin. Und ich habe eigentlich ein paar ganz, ganz schöne Momente erlebt. Und irgendwann war das Licht weg. Ja, da war ich wieder reanimiert worden. Beim Ertrinken, können Sie sich daran erinnern, dass Sie den Körper bewusst verlassen haben? Haben Sie das gespürt oder vielleicht auch die Szene von oben gesehen? Oder waren Sie einfach plötzlich im Licht? Also ich hab das gespürt, wie die Seele den Körper verlassen hat. Und da war ich wirklich in einem Licht. Ich kann es mal so sagen, es hat ausgesehen wie die Sonne eigentlich. Aber bewusst habe ich das gespürt. Für mich war das eigentlich nur eine Reise ich sage es mal so, ins Nirvana. Und ja, ich konnte nie begreifen, was ist jetzt eigentlich passiert. Habe ich einen Traum gehabt? War das wirklich passiert? Irgendwann kam mir die Erinnerung, dass eben jemand mich abgeholt habe, was ich nicht gewusst habe oder wusste, dass da mein Großvater ist, den ich nie gekannt habe. Und im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Und er hat mich dann wirklich
begleitet. Und wie gesagt, war eigentlich das ganze Licht weg. Und ich hatte ihn sehr gut geprägt im Kopf. Und nach ein paar Tagen, ich war ja dann in der Intensivstation, in ein paar Tagen habe ich meinen Papa mal geholt. Er hat gesagt: Papa, schau mal, ich habe diesen Mann gesehen. Und was er angehabt hat, hatte ich ihm auch sagen können. Und dann habe ich gesagt: Kann das sein, dass dann vielleicht ein Papa ist? Und mein Vater ist ja ausgerastet, über Tote macht man sich nicht lustig und so weiter. Ich konnte ihm aber dann wirklich sagen, was er angehabt hat. Also er war wirklich ganz in Weiß, hatte so einen Stock in der Hand mit einer Kugel, Griff, eine weiße Lichtmelone, ein Zylinder. Und ich habe ihn gefragt: Papa, hat dein Papa im Sarg in alles in Weiß, hat er einen Stock dabei gehabt? Und mein Vater, ja, er ist fast zusammengebrochen, was ich da erzählen konnte, weil ich konnte ihn ja gar nicht wissen. Wenn er im Krieg gefallen ist, da war ich noch nie geplant gewesen. Ja, es war für mich ganz, ganz schwer, mit 7 Jahren meinem Vater das zu erklären. Mein Vater hat gute 2 Wochen mit mir nicht mehr geredet. Sobald er mich gesehen hat, ist er auf die Seite gegangen. Er hat mich nur gegrüßt, am Abend ins Bett gebracht, einen Kuss gegeben und das war's. Nach gute 2 Wochen hat er sich dann beruhigt und was ich noch schön gefunden habe, ist wirklich, dass ich mit ihm reden konnte über diesen Vorfall und er das dann auch akzeptiert hat. Aber bis heute, mein Vater ist heute 82, er lebt immer noch mit meiner Mutter zusammen. Und er hat, wenn immer jemand stirbt von der Familie, denkt er an mich und dann bekommt er wieder Angst. Bekomme ich jetzt oder spüre ich jetzt irgendetwas von irgendjemand? Ja, das sind so Sachen, die ich natürlich mein ganzes Leben, also seit gute 30 Jahren, nie jemand erzählt habe. Natürlich die Schüler, die ich noch in die Schule gegangen bin, die haben das gewusst. Sie haben mich sogar als Teufel bezeichnet, weil ich das wirklich ganz klar und klar konnte erzählen. Und ich wurde natürlich auch als Kind dann auf die Seite geschoben. Also niemand wollte mit mir etwas zu tun haben. Es sind viele Leute, die von mir Angst gehabt haben. Heißt das, dass Sie in der Schule über dieses Erlebnis gesprochen haben? Ich nicht, aber meine Eltern haben es ja in die Schulklasse, nicht die Schulklasse, die Lehrerin erzählt. Und die hat dann nachher wirklich offen mit der Schülerin dann geredet. Weil sie haben ja gemerkt, dass ich mich komplett zurückgezogen habe. Und das hat mich dann eigentlich dazu mal als kleiner Junge auch verletzt. Aber auf eine Art war es auch ein schönes Gefühl, weil ich hatte nie richtig Draht mit Menschen gehabt. Außer die Familie natürlich. Klar, mit anderen Menschen hatte ich natürlich schon noch Kontakt gehabt, aber ich bin halt immer, ich lebe heute immer noch zurückgezogen. Und das mag eigentlich die Leute nicht. Die Leute sind einfach heute offen. Zwar nicht ehrlich,
authentisch, aber offen. Und das mag ich nicht. Und ich spiele lieber für mich alleine und ja, arbeite auch, wenn ich noch nicht erwähnt habe, aber als Trau- und Sterbebegleiter. Und das ist genau das Ding, was ich am liebsten mache, mit Menschen, die Hilfe brauchen, die, wenn jemand ihr Liebsten verstorben ist, Mensch oder Tier, dass ich da helfen darf. Und das ist eigentlich, ja, bis heute eigentlich mein Leben. Zu Ihrem Großvater, haben Sie vor diesem Erlebnis Fotos von ihm gesehen? Nein, Foto habe ich noch nie gesehen von ihm, weil das Ganze ist ja im Krieg gewesen und da wurde alles verbrannt oder sie mussten flüchten von Dörfern in Italien. Und eigentlich hatte ich überhaupt nie ein Foto gesehen. Mein Vater hat selber auch kein Foto. Von der Mutter schon. Die Großmutter habe ich Jahre später natürlich kennengelernt. Aber vom Großvater hat weder die Großmutter noch mein Vater noch ich ein Foto gehabt. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Und während dem Erlebnis war Ihnen noch nicht bewusst, dass das der Großvater ist. Das wurde Ihnen erst später bewusst. Erst danach, ja. Ich hatte keine Ahnung, wer mich abgeholt hat, bis ich wirklich mit meinem Vater geredet habe, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht habe ich auch ein Zeichen bekommen, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen, dass er der Großvater ist. Und darum habe ich dann auch mit meinem Vater geredet. Und er hat es mir dann auch bestätigt. Das, was ich ihm dann auch erzählt habe. Und trotzdem hat er sich dann zurückgezogen und hatte Angst vor mir. Also für den Vater hat sich bestätigt, dass das wirklich der Großvater gewesen sein muss, weil er tatsächlich so gekleidet war bei der Beerdigung und Sie das ja nicht wissen konnten. Genau, das hat mein Vater bestätigt und Jahre später sogar meine Großmutter. Das ist heute noch eigentlich unbegreiflich. Dass ich das alles so bis heute noch im Kopf habe. Also jeder Schritt, den ich gemacht habe, jeder, dass da glasklar ist, wie eigentlich das Ganze eigentlich gestern passiert wäre. Sind Sie von der Familie her religiös irgendwie aufgewachsen oder konfessionell? Ja, also wir sind eigentlich Katholiken. Also das heißt, ich habe bis 14 Jahren war ich noch Katholik und dann hat mein Vater und mein Bruder, also mich und mein Bruder aus der Kirche rausgeholt. Ich bin zwar heute, ja, gläubig, kann ich schon sagen, aber ich kann mit der Kirche nichts anfangen. Sie sind also kein Mitglied mehr in einer Kirche. Nein, nein, das bin ich nicht. Und Ihre Mutter, wie ist sie damit umgegangen, mit diesem Erlebnis? Konnte sie es akzeptieren? Meine Mutter konnte eigentlich sehr, sehr schnell diesen Vorfall akzeptieren. Meine Mutter habe ich auch nach dem, was hier passiert ist, sehr viel auch in den Arm genommen, was mein Vater nie gemacht hat. Sie war auch lange, manchmal ist sie auch lange bei mir im Bett gelegen, zu mich trösten, zu mich. Ich dachte immer, ich habe Angst auf irgendetwas, habe ich aber nie gehabt. Aber ich habe es natürlich genossen, oder? Da hast du ja selten so Chance bei deinen Eltern, dass sie dich mal einfach in den Arm nehmen und dich beschützen möchten. Wie haben Menschen sonst darauf reagiert, also Mitschüler, Lehrer oder auch der Pfarrer? Also der Pfarrer hat mir kein Wort geglaubt. Ja, warum auch immer, kann ich nicht sagen. Die Schüler haben das relativ irgendwann mal locker genommen. Sie haben ein Teil, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch aus Respekt zu mir gehalten sind, und ein Teil haben sich von mir gewendet. Und wenn ich in die Religionsstunde gegangen bin, hat es jedes Mal, was für mich eigentlich schlimm, weil ich wurde wirklich auseinandergenommen von den Schülern, sogar von dem Pfarrer.
bis ich eines Tages mal gesagt habe, okay, ich gehe nicht mehr in die Religion. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe es so durchgezogen, weil das brauche ich nicht. Und die Kinder, ja, bis, glaube, 1,5 Klasse später war eigentlich der Spuk vorbei. Da wussten eigentlich viel schon, dass, was mit mir dazu mal passiert ist. Und habe eigentlich sonst nie etwas Negatives dann gehört. Und ja, ich musste so leben. Ich hatte aber auch keine Probleme damit, so zu leben. Ich meine, jeder hat seine Entscheidung, jeder darf sie auch selber treffen. Also, ja. Und so im Nachhinein betrachtet, würden Sie sagen, es war gut für Ihr Leben, dass Sie das erlebt haben, oder wäre es Ihnen lieber gewesen, das nicht erlebt zu haben? Also ich sage es mal so, ich bin froh, dass ich das erlebt habe. Weil, ja, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, muss ich sagen, es tönt jetzt zwar hart, ich habe es meiner Familie auch so gesagt und meiner Freundin, ich wäre gerne dort gewesen, für immer. Aber ich denke, ich hatte noch nicht die Erfüllung gehabt, dann zu gehen. Also ich hatte sicherlich noch etwas zu erledigen hier auf der Erde. Und darum bin ich auch wieder zurückgekommen. Da bin ich mir sogar ganz sicher. Können Sie sich auch an die Rückkehr in den Körper erinnern? Das hab ich gemerkt, ja, dass das von Licht zurück in den Körper reinging und ich plötzlich die Augen dann aufmachte. Und ich habe zwar gewusst, was passiert ist, dass ich ertrunken bin, dass ich nachher musste ich ja eigentlich tot sein oder nahe tot. Aber ich habe wirklich alles ganz, ganz, ganz leicht in einer Leichtigkeit gespürt. Sie sagten, Sie wurden reanimiert. Wer hat diese Reanimation durchgeführt und wer hat Ihnen bestätigt, dass sie 6 bis 7 Minuten gedauert hat? Also mein Onkel ist der Erste, der mich das gesehen hat und hat mich rausgenommen. Und früher hat wie sagt man denn, in den USA gibt es ja die im Strand oder Baywatch. Hat es eine Telefonie auch gegeben. Und dann kamen zwei und haben dann mich weiterhin reanimiert. Und ich habe es am ersten erfahren im Spital, dass ich laut Bericht, dass ich, ich glaube, 6,5 Minuten nicht mehr da gewesen bin. Würden Sie sagen, dass Sie aufgrund dieser Nahtoderfahrung sogar eine Sehnsucht nach dem Tod haben? Definitiv. Definitiv, ja. Also was ich noch sagen möchte, ist, wenn ich so heute zurückdenke, was dazu mal gewesen ist, das sage ich heute wirklich jedem, ist ein ganz geiles Gefühl gewesen. Wenn ich denke, ja, eigentlich kann ich sagen, jeden Tag, was dazu mal passiert ist. Und was ich heute bin, was ich heute kann, dass ich heute Menschen helfen darf, als Trauer- und Sterbebegleiter, ist das einer der vielleicht der größte Geschenk, das ich je bekommen habe. Und darauf ist jeder Tag ein neuer Tag für mich und ich freue mich immer wieder, wenn ich Aufträge bekommen oder wie gesagt auch Menschen darf in den Regenbogen begleiten. Das ist für mich meine Berufung. Herr Tonisi, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you.